Wir haben heute jemanden zu Gast, der noch gar nicht so lange bei der Spielvereinigung Unterhaching war. Der ist ein paar Wochen frischer als alles, was es auf dem Bremer Fischmarkt gibt. Hier ist Florian Dietz. Servus. Servus. Also, wie gesagt, es ist ja knappe 3 Wochen her, dass du gewechselt bist. Genau. Wie waren die ersten 2,5, 3 Wochen so far? Es ging alles sehr schnell auf jeden Fall. Und auch relativ kurzfristig. Habe ja schon ein paar Spiele gemacht in Bremen in der Saison. Und es ist natürlich nicht jedes Jahr so, dass man während der Saison noch wechselt. Deswegen ging alles ziemlich schnell. Die Eindrücke waren sehr gut am Anfang. Es war sicherlich auch schwierig, in eine neue Mannschaft reinzukommen. Das habe ich jetzt, glaube ich, in den 2 Wochen ganz gut geschafft, habe mich gut eingelebt. Und ja, jetzt geht es halt darum, die Abläufe alle noch kennenzulernen und dann mehr Spielpraxis zu bekommen. Dein letzter Wechsel, also von Jena zu Bremen, ist eine Kuriosität, die eigentlich gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient. Und zwar bist du zusammen mit deinem Bruder und deiner Freundin gewechselt. Genau. Wie habt ihr das denn eingefädelt? Ja, es war damals die Situation, dass ich in Jena noch einen Vertrag hatte und Bremen eben Interesse an mir hatte und an meinem Bruder. Und für uns war die Situation dann eben relativ leicht. Wir konnten sagen, entweder alle oder keiner. Und Bremen ist auch sofort darauf eingegangen, hatten damit kein Problem. Dann ist eben meine Freundin auch mit gewechselt zu den Frauen. Mein Bruder in die U15 und ich in die zweite Mannschaft. Und soweit spielen beide noch in Bremen, ist das richtig? Oder wie ist es mit deiner Freundin? Spielt die auch noch in Bremen? Meine Freundin ist jetzt wieder mit mir nach Unterhaching gekommen. Auch wieder gewechselt? Genau, richtig. Die spielt aktuell keinen Fußball, will jetzt ein Studium machen und Fußball erstmal hinten anstellen. Mein Bruder ist weiterhin in Bremen. Der spielt in der U16 und für ihn gab es jetzt keinen Grund zu wechseln. Was ist dein Plan neben dem Fußball aktuell oder ist bei dir alles straight auf die Profischiene? Nee, also ich habe jetzt mein Fachabitur gemacht. Da habe ich im letzten Jahr noch ein Jahr Praktikum bei Bremen gemacht im sozialen Bereich. Arbeit mit oder Trainingseinheiten mit behinderten Kindern, mit blinden Kindern. Habe ich da verschiedene Einheiten selbst geführt. Und habe eben auch noch 2, 3 Wochen in andere Abteilungen reingeschaut, unter anderem eben in Scouting. Und möchte jetzt auch ein Studium anfangen und nebenbei auf jeden Fall noch was machen, das ist mir sehr wichtig. Aber was ist noch nicht konkret? Es wird wahrscheinlich irgendwas auf jeden Fall in Richtung Sport, wahrscheinlich auch Fitness, sowas in die Richtung. Aber jetzt genau bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich werde auf jeden Fall studieren. Ja, dann bin ich gespannt, wenn du studierst, wie dir neben dem Profileben das Studentenleben taugt, gehört ja auch die eine oder andere Party mal dazu. Ja. Und da würde er da auch das öfter sein. Ein beliebter Studentensport ist Bierpong. Hast du was drauf am Bierpongtisch? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben Bierpong gespielt. Und ich habe mit Alkohol noch nie was am Hut gehabt. Also für mich ist es komplett neu. Ich kann dich schon mal beruhigen. Was wir spielen, passiert ohne Alkohol. Sehr gut. Ich habe es vorher mal ausprobiert. Ich habe nicht groß trainiert, aber ich habe es mal ausprobiert. Und es ist schon fies. Alles klar. Und jetzt geht es noch darum, was passiert mit demjenigen, der das Spiel gewinnt oder verliert. In diesem Falle speziell, was mit dem passiert, der das Spiel verliert. Weil nämlich dann geht es darum, Farbe zu bekennen für Haching. Direkt mal früh nach 2 Wochen. Und zwar haben wir hier wunderbar Sprühfarbe für die Haare dabei. Ich kann dich schon mal vorwarnen, falls ich gewinnen sollte und du verlierst demnach. Sie ist auswaschbar. Also okay, gut. Dann mache ich erst mal keine Sorgen. Falls du verlierst, du musst nicht im nächsten Spiel mit rot-blauen Haaren auflaufen. So weit gehen wir nicht. Sehr gut. Aber der Verlierer wird vom Gewinner verschönert an der Frisur. Und ich würde sagen, dann können wir direkt loslegen. Ja, da ist der erste direkt drin. Scheiße, war das eine gute Idee? Oh, einer weg gleich mal. Fuck it. Oh.
Der war nix. Ja, war nicht ganz so gut, das stimmt. Ha, guck, da hättest du wieder denselben getroffen. Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn noch zwei da stehen. Heieiei. Hm. Noch drei vom Boden, davon entfernt, dass mir die Haare gefärbt werden. Genau. Man sieht, wie, ja, wie erfolgreich wir hier in dieser Sportart sind. Ja, zu null ist ja ganz wichtig im Fußball. Also wenn ich es treffe, dann machen wir nochmal jeweils drei, oder? Genau. Jawohl. Ah! Das 1-0 machen und dann hinten reinstellen. Ja. So läuft's. So läuft's. Fuck, Mann. Jetzt darfst du mir tatsächlich... Jetzt muss ich dir tatsächlich meine Frisur überlassen. Ja, gibt's irgendwelche Wünsche? Seiten auf null? Oder? Ich bin kein Fußballer. Ja gut, ich hab keine besonderen Ansprüche, Mann. Es geht hier darum, dass du meine Haare fährst. Ich versuch das mal am besten. Okay. Jede Seite. Halt mal die Augen zu, genau. Oh ja, das sieht gut aus. Machen wir die Seite komplett. Wird jetzt komplett blau. Ich glaube, das passt. Ja gut, vielleicht noch ein bisschen in der Mitte. So. Die eine Seite ist, glaube ich, durch. Also wenn du ein echter Friseur werden willst, dann musst du aber mehr irrsinnigen Smalltalk mit mir reden. Nee. Gibt's was Neues im Dorf? Ja, genau so fängt man das an. Denk mal, von vorne. Ja, kann ich dir nochmal einen Spiegel zeigen? Passt es so von hinten? So. Fuck, will ich das sehen? Ja, ich denke, das passt. Wir haben keinen Spiegel, ich bin gespannt. Das sieht eigentlich gut aus. Danke, Flohmann. Also das sage ich jetzt, bevor ich ins Spiegel geschaut habe. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Vielleicht einmal eine Revanche mit größeren Bällen. Gerne, bin ich auf jeden Fall dabei. Bis dahin. In 4 Wochen das gleiche T-Shirt an dir. Krass, jetzt ja da. Sorry, wir müssen noch einmal machen. Ich erstelle mir einfach einen Google-Account. Der Spack hat schon wieder das gleiche T-Shirt an wie vorher. Ist dann eigentlich fertig, wenn du Joe sagst?